Herzlich willkommen zum Spiel des Monats Nummer 2. Mein Name ist Mase und im Namen von Maus Live, get ready for Maus Sports gegen die A-Losers. Das war ein Spiel, auf welches viele Leute gewartet haben. Roman R. und Flex vom alten Maus-Line-Up, die jetzt bei RL spielen, gegen ihre alten Kollegen. Hier sehen wir jetzt aber erst einmal Capio. Gegen 1, 2, 3, geht jetzt hier offensiv, 4 und den letzten, 5. Ace, sehr nice von Capio. AL zwar in einer Spar, aber 5 Leute zu holen, ist dennoch eine Meisterleistung. Wir sind hier übrigens auf DNU, eine Map, auf der Maus früher Probleme hatte. Silver aber jetzt erstmal hier im Sprung erfolgreich gegen Odie, wird dann gekontert von Flex. An der Rampe kämpfen sich währenddessen vor Gore und Tixo. Tixo wird allerdings geholt. Gore klärt vorerst das Geschehen. AL mit einem sehr intelligenten Schachzug gehen hier runter mit der Bombe. Blizzard hier etwas zu spät, kann zwar Crash holen, aber die Bombe wird auf jeden Fall geplantet werden. In diesem Moment sind noch 2 Spieler von AL auf der Map unterwegs. Zum einen Roman R. und zum anderen Flex, also die alten Kollegen. Aber der Österreicher Franz Gore Burkhardt lässt sich davon nicht beunruhigen. Geht hier mit Backup die Rampe runter, holt im Schacht erstmal Roman und dann links im Fenster noch Flex. Sehr nice gemacht. Jetzt noch Diffusen und eine Runde mehr für Maus. Hier sehen wir AL mit einem Go in die Halle und einem Fehler von Capio, der hier vom seitlichen Catwalk fliegt und damit ein gefundenes Fressen für Knight darstellt. Außen währenddessen Gore am Werk. Gleich erfolgreich gegen Flex. Bratz hier noch ein bisschen weiter, kommt aber nichts mehr. Jetzt ab in die Garage und dort erlebt er sein blaues Wunder. Au! Heady von Odie. Blizzard versucht es währenddessen über den Catwalk. Zumindest die Halle ein bisschen decken und so. Verschätzt sich ein kleines bisschen und Knight ist schneller am Drücker. Die Bombe wird also gelegt. Defensiv Richtung Catwalk. Noch Silver und Tixo am Start. Silver vom Radioraum und Tixo vom Catwalk. Und da ist er erstmal erfolgreich gegen einen A-Loser-Spieler. Und Tixo währenddessen vom Catwalk. Silver noch mit der HE in die Pommes. Das ist die Runde für Maus. Tixo und Silver werden hier also belohnt für ihr langjähriges Zusammenspiel. Wussten hier genau, was sie tun sollten. Runden-Win für Maus. Zurück zur zweiten Halbzeit, der Spieß wird umgedreht. Nun ist Mausports auf der Seite der Terroristen unterwegs und A-Losers versuchen sich als verteidigende Instanz. Die A-Losers machen in dieser Runde jedoch einen großen Fehler, indem sie hier zu viert von der Rampe aus vorgehen, um Maus zu überrushen. Wie das Ganze endet, das schauen wir uns jetzt an. Silver und Capio also zusammen erfolgreich gegen die 4 offensiven CTs. Jetzt ist nur noch einer am Start, das ist der Flex und auch er ist Vergangenheit. Darauf sehen wir jetzt Flex gegen Capio, erstmal wunderschön mit seiner Colt hier in den Türraum, versucht weiterhin mit der Colt, Nummer 2 Gore, aber Blizzard währenddessen gegen Knight und Flex erfolgreich gewesen. Hier ist Odie gegen Tix und nochmal im Türraum, aber Silver erfolgreich gekontert, Blizzard kommt aus der Pommes raus, Gore währenddessen geholt von Flex, Blizzard jetzt noch am Start. Und einer der Spieler geht jetzt hier nach unten durch den Schacht, mit dem Messer macht dann auf. Und darauf reagieren die A-Losers natürlich. Gehen jetzt langsam hier runter Richtung Rampe. Und der Mausspieler bringt sich hier jetzt in Position. Die Bombe, währenddessen übrigens nicht unten, wie man glauben mag. Nein, die ist oben, das werden wir gleich sehen. Blizzard hier gegen Crash. Roman R. gegen Blizzard, schön gekontert. Und da ist sie ganz, ganz dreist. Einfach oben legen, den Schacht antäuschen, dass da jemand runtergeht. Und somit sind sie jetzt im Vorteil erstmal. Aber Catwalk kam er dann wieder. Aber Silver macht Roman R. weg, also kein Problem. Das Spiel Mausports gegen die A-Losers endete dann 22:8. Für A-Losers spielten Roman R., Crash, Flex, Odie und Knight. Und für Mausports spielten Blizzard, Capio, Tixo, Gore und Silver. Das war's von Maus Live. Wir wünschen euch noch viel Spaß mit dem Heft und dem restlichen Programm der DVD. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Maus Live Team.